Für die günstigsten FIFA-Coins checkt gerne meinen neuen Sponsor FIFA-Coinsdown aus. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Außerdem noch einen Rabattcode, mit dem ihr noch ein bisschen was sparen könnt. Danke für eure Unterstützung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. Heute geht es gegen Lazio Rom, Leute. Direkt eigentlich ein richtiges Top-Spiel, ne, muss man sagen. Aber naja, bislang läuft es ganz gut. Wir haben ein Spiel, 3 Punkte geholt. Also von daher alles perfekt, so wie es laufen muss. Das heißt, Milinkovic-Savic gegen seinen alten Verein hier, gegen Lazio. Wir sind ja in Sachen Transfers eigentlich, ja, so gut wie durch. Wir haben jetzt noch bis zum 31. August Zeit. Das heißt, wir könnten jetzt 5 Tage noch irgendwas in Sachen Transfers machen. Wir hätten sogar noch 120 Millionen über. Aber ja, wir wollen vielleicht noch den ein oder anderen Backup verpflichten. Aber mehr eigentlich dann auch nicht, obwohl wir eigentlich, wie gesagt, wir haben ja schon, Rashford haben wir schon klar gemacht, ne, den Deal, oder? Ne, haben wir noch nicht. Gut, dann werden wir uns darum jetzt, Icardi ist übrigens, war der schon immer auf 87, war der nicht auch am Anfang auf 86, schon auf 87 hoch, keine Ahnung. Lasst lieber gerne ein Like da, Leute, wie immer gerne ein Abo da lassen, wenn euch die heutige Folge gefällt. Ah ja, Sancho nicht, was habe ich gerade gesagt, eben, was habe ich von Rashford erzählt? Sancho meinte ich doch. Wie komme ich auf Rashford, obwohl, weil er auch Engländer ist. Wir wollten Sancho klar machen. So, das werden wir jetzt auf jeden Fall machen, Leute. Also, lasst wie immer gerne ein Like da, lasst wie immer gerne ein Abo da, falls euch die heutige Folge gefällt. Ja, würde mich freuen. Danke für euren Support. Und wir schauen uns jetzt mal hier den guten Sancho an, was der fordert in Sachen Gehalt. Aber viel wird der, denke ich mal, nicht fordern. Wir werden ihm mal eine, ja, ganz klar Rotationsspielerrolle geben. Ich denke mal, damit ist er auch einverstanden. Jep, chillige Frisur auf jeden Fall. Sieht ähnlich, aber nicht so wirklich, wie er in Real aussieht. Aber, naja, okay. Aber es ist okay getroffen. Ja, wie gesagt, das habe ich schon oft gesagt. Es gab schon viel, viel andere Spieler, die viel, viel schlimmer aussahen. 4 Jahre Vertrag will der. Dann werden wir sofort mal ein Gegenangebot reinzünden. Und zwar die 5 Jahre. Da kenne ich nichts, Leute. Direkt 5 Jahre. So muss das sein. Freigabesumme werden wir auf jeden Fall safe erstmal übergehen. Und dann schauen wir nochmal. Kriegt momentan 15.000 Gehalt. Werden wir mal auf, gehen wir mal auf 20.000 Gehalt und Einstiegsbonus von 100.000. Erstmal nur als erstes Angebot. Ich weiß nicht, oh, Einstiegsbonus. Ich wollte erst auf 200.000 gehen, Einstiegsbonus. Der fordert sogar 230. Ja, und 23,5 pro Woche und 360 nochmal zusätzlich nach 15 Einsätzen. Aber ich glaube, das klingt in Ordnung. Das werden wir akzeptieren, Leute. Let's go. Jadon Sancho, 88er Potenzial. Also der nächste Spieler hier bei Juventus Turin und der nächste gute Backup-Spieler hier bei uns. Von daher, ganz geiler Transfer. Sah da gerade eben ein bisschen mit der Frisur so aus wie der gute Leroy Sané. Ihr wisst es, Leute, ihr könnt auch gerne, wenn ihr Bock habt, meinen Shop auschecken. Für die Camo-Sachen, wie immer, gibt es in Rot, in Blau, in Grün und in Grau. Als T-Shirt und als Pullover, ihr wisst es. Und noch vieles mehr. Also abchecken lohnt sich. Link ist wie immer oben in der Beschreibung als erstes verlinkt. Gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben, gibt es wie immer zu jeder Bestellung dazu. Und ab 35 Euro Bestellwert gibt es die blaue Camouflage Nice Tasse. Noch wie immer zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken, Leute. Danke da für eure Unterstützung. Und wir gucken mal, was wir noch mit Romagnoli machen. Weil wir den auch noch ganz gerne holen würden. Für die Innenverteidigerposition. Da werden wir auch noch mal ganz kurz schauen. Die wollen 35 bis 55 Millionen haben. Da werden wir allerdings noch mal kurz ein bisschen warten. Müssen wir gleich noch mal schauen, weil wir haben eigentlich auf der Verteidigerposition, bräuchte man nicht unbedingt jetzt noch einen Spieler. Weil wir haben halt Rugani, wir haben halt Bonucci, Basali und die 2 hier noch. Das heißt, wir haben eigentlich 5 Innenverteidiger. So, da wäre halt, wenn man ehrlich ist, wäre es ein bisschen unnötig. Ja, aber da müssen wir mal schauen. Wäre halt eigentlich sinnvoller, wenn man vielleicht noch einen Offensiven holt. Aber ja, müssen wir mal schauen. Romagnoli, so. Wäre zwar echt nice, weil er, wie gesagt, ein 88er Potenzial hat. Wäre schon ganz geil, aber können wir auch noch in der Winterpause oder halt nächste Saison holen. Oder wir verkaufen jetzt halt noch irgendwie Basali oder so, den ich ja die ganze Zeit auf der Transferliste habe. Aber irgendwie kommen halt keine Angebote für den rein, muss man ehrlich sagen. So, ab geht's gegen Lazio. Schauen wir doch mal, ob die sich, ja, die haben sich Rabiot geholt als Neuzugang. Als Ersatz hier für Milinkovic und Ronaldo mit dem 1:0 in der 31. Auf Immobile müssen wir aufpassen, der Typ ist immer für ein Tor gut. Ich sag's euch, Kalou kommt übrigens für Lukaku. Die haben sich Kalou geholt. Lukaku ist halt der Bruder von Lukaku. Dormisi kommt. Costa kam noch für Pogba. Warum kommt Costa ins zentrale Mittelfeld? Und Acerbi mit dem Ausgleich in der 83. Später Treffer hier von Acerbi in Verteidigung. Wahrscheinlich irgendwie in einer Ecke oder so. Bittere Sache auf jeden Fall. Es bleibt beim 1:1. Also, naja. Okay, gegen Lazio ist okay. Lazio nicht zu unterschätzen. Haben eigentlich eine gute Mannschaft. Ja, und ich dachte eigentlich, dass Immobile, wenn überhaupt, wenn einer trifft, dann Immobile. Aber naja.
Dann trifft einfach mal hier der Innenverteidiger Acerbi. Angebot für Rugani wurde, by the way, noch zurückgezogen. Läuft auf jeden Fall. Und ja, jetzt sind wir schon am Ende der Transferphase angelangt. Zack, das heißt, wir jetzt aber schon mit dem ersten Punktverlust. In echt ist ja Juve immer noch ungeschlagen, bislang aus, ich glaube, 9 Spielen, ne? Ich glaube, 9 Spiele, 9 Siege, genauso wie PSG, sind ja die einzigen beiden Mannschaften in Europa, die noch ungeschlagen sind. Deswegen, ja, die Serie haben wir auf jeden Fall schon mal direkt zerstört, Alter, kenne ich nichts. Oh, Transferangebot für Alexandro. Wir haben ihn in FIFA 18, wir hatten ja am Ende von FIFA 18 hatten wir auch mal eine Juve-Karriere kurz gemacht. Da haben wir Alexandro, das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr an wen, ich glaube an Barca. Ich glaube, für 90 Millionen oder so Verkauf gehabt. Der hat eigentlich nur einen Marktwert von 36 Millionen. Aber da war der noch ein Jahr jünger letztes Jahr. Aber Arsenal bietet jetzt hier 50. Ich will jetzt aber nicht darauf antworten, weil wir brauchen das Geld nicht und ich will Alexandro auf keinen Fall verkaufen. Und nicht, dass ich dann... Weil beim letzten Mal habe ich auch, da habe ich irgendwie so 80, 90 Millionen, ich weiß nicht mehr ganz genau, habe ich als Gegenangebot mit euch gemacht gehabt. Und dann haben die es auf einmal angenommen, obwohl ich es gar nicht wollte. So, dann kann man halt nichts mehr dran ändern. Ne? Das war das Problem. So, wir schauen nochmal ganz kurz, ob hier eventuell noch der ein oder andere Spieler ganz gut in unser Team passen würde. Cengiz Ünder wäre natürlich nice, aber was hat der... Warte mal, das würde mich mal gerade interessieren. Der war letztes Jahr noch nicht ganz so heftig in Sachen Potenzial. Und dieses Jahr, glaube ich, noch nie nachgeschaut. Obwohl, hatte ich den hier schon... Ich glaube nicht. Wir schauen mal ganz kurz, was der gute Cengiz Ünder für ein Potenzial hat. Der hat ein Potenzial bis 87. Ist nicht schlecht, Mann. Aber den können wir jetzt eh nicht verpflichten, weil er jetzt gerade erst eingewechselt ist. Also von daher, ja, macht das jetzt wenig Sinn hier. Ousmane Dembélé als Backup wäre natürlich auch nicht schlecht. Kluivert ist auch gerade erst gewechselt. Isak, hat der, oder Isak, wie man auch mal ausspricht, Isak oder Isak, was soll's. Hat der dieses Jahr gutes Potenzial? Alexander Isak. Digga, wo ist er denn? Hier, 69er Rating, 83er Potenzial. Naja, Reiss Nelson. Der Typ ist echt nicht schlecht, Mann. Verliehen an die TSG Hoffenheim. Der war letztes Jahr gut, Mann. Da hatte der auch ein heftiges Potenzial, Mann. Ich bin mal gespannt, wie er dieses Jahr hier in der Bundesliga so abgehen wird. Reiss Nelson. Mal schauen kurz. Reiss Nelson, 85er Potenzial. Naja, werden wir auch mal beobachten. Und der Rest, ja, ist jetzt nicht so interessant. Geht klar, aber ich glaube, wir werden erstmal in Sachen Transfers, glaube ich, nichts mehr machen. Ich glaube, wir sind durch, Leute. Ich glaube, das passt erstmal soweit in Sachen Transfers. Wir haben jetzt noch Sancho geholt als Backup. Ich bin so eigentlich mit der Mannschaft, wie wir die jetzt haben, vollkommen zufrieden. Keane wurde noch ausgeliehen. Leihangebot für Bentancur ist auch noch am Start von Besiktas. Allerdings können wir den jetzt eigentlich nicht ausleihen, weil dann den brauchen wir eigentlich als Backup. Ja, wäre halt geil, dann könnte er halt öfter spielen bei Besiktas, aber... Den brauchen wir so als Backup-Spieler, weil wir jetzt halt noch Keane ausgeliehen haben. Okay, wir haben jetzt Keane ausgeliehen, da müsste man vielleicht doch nochmal überlegen, ob man in Sachen Backups vielleicht doch noch einen Spieler holt. Für die Offensive halt irgendwie, beziehungsweise fürs Mittelfeld. Defensiv haben wir eigentlich genug. Aber ja, ich weiß nicht, eigentlich will ich eigentlich nichts mehr machen jetzt. Ja, wir haben eigentlich genug Spieler, das sollte eigentlich, wie oft habe ich jetzt eigentlich gesagt, passen. Christian Pulisic könnte man noch überlegen, wo es denn echt auch momentan immer wieder Gerüchte gibt, dass der eventuell wechseln wird. Und zwar zum Bayern. Zum FC Bayern vielleicht. Ja, das ist eine gute Option, glaube ich. Pulisic, werden wir mal schauen. Den kriegt man für relativ günstiges Geld. So für zwischen 20 und 30 Millionen. Könnten wir auf jeden Fall nochmal überlegen, so als Backup. Dann haben wir hier Sancho und Pulisic von Dortmund geholt. Die beiden heftigen Spieler hier auf jeden Fall beide weggeholt. Kennen wir nichts. Transfersumme anbieten, wir schauen mal kurz. Aber so als Backup wäre der nicht schlecht. Wir gehen mal auf 23 Millionen, mal schauen, was Dortmund dazu sagt. Das ist ein faires Angebot. What? Das nehmen die straight an. Junge, 23 Millionen für Pulisic. Megapreis. Ganz ehrlich, da kann man nichts gegen sagen. Auch, glaube ich, ein 88er Potenzial dieses Jahr. Letztes Jahr war der, glaube ich, ein bisschen heftiger, muss man sagen. Ich glaube, letztes Jahr war der sogar auf ein 90er Potenzial. Bin mir nicht mehr ganz 100% sicher. Aber ich meine, der war letztes Jahr auf 90, oder? Ich schaue nochmal gerade. Dieses Jahr, ich meine, der hätte 88 nur noch dieses Jahr, ne? Christian Pulisic. Ja, 88 hat der. Aber letztes Jahr, ich meine, der war letztes Jahr auf 90 Potenzial. Aber ich bin mir auch nicht mehr, wie gesagt, 100%ig sicher. Wenn ihr es noch wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir geben dem mal eine Rotationsspielerrolle. Damit ist er auch zufrieden. Und Vertragslaufzeit. 5 Jahre auf jeden Fall straight. Kennt man doch. So hat man uns das vorgestellt. Perfekte Sache. Freigabesumme werden wir auf jeden Fall safe übergehen. Okay, der will 42.000 Geld. Alter, der hat vorher 26.000 bekommen. Dann will er noch 390.000 Einschießbonus und 420.000 nochmal zusätzlich nach 10 Einsätzen. Und das ist in Ordnung. Ich glaube, wir nehmen das direkt an. Einfach nur aus dem Grund, weil wenn der jetzt ablehnen sollte, dann müssten wir wieder eine Woche warten, bis wir neu verhandeln können. Problem wäre nur, wir haben jetzt nur noch 3 Tage Zeit oder so und dann ist die Transferphase vorbei. Deswegen können wir jetzt nicht mehr diese Woche warten und deswegen will ich jetzt hier nichts riskieren. Und wir bräuchten ihn eigentlich nur als Backup.
Deswegen werden wir das Ganze akzeptieren, Leute. Christian Pulisic, also nach Jadon Sancho hier, der nächste Spieler von Dortmund, der zu Juventus Turin kommt. Damit haben wir jetzt zwei Backups, beide mit einem Potenzial bis 88. Beide nicht schlecht. Bin mal gespannt, ob Pulisic wirklich dieses Jahr noch wechseln wird. Und Sancho auch, Mann, weil so wie der gerade spielt, werden da einige Vereine Interesse haben, ich sag's euch. So, wie machen wir das defensiv? Ja, Basali kommt erstmal defensiv raus. Wir haben echt nicht so viele, also guck mal, wir haben echt, wenn sich hier ein, zwei Spieler verletzen, dann wird es ja langsam eng, ne, muss ich sagen. Also wir haben echt einen relativ kleinen Kader, aber ich habe sonst eigentlich immer so große Kader. Deswegen wollte ich das diesmal in dieser Karriere ein bisschen kleiner halten, damit dann halt die Spieler, die wir auch haben, wirklich alle dann hundertprozentig auch eingesetzt werden. Ja, weil wenn der Kader wieder irgendwann zu groß wird, dann wird das alles so ein bisschen unübersichtlich immer. Von daher ist das auch nicht so fresh. Pulisic für 23 Millionen gekommen. Embolo von Schalke zu Watford gegangen. Wir schauen uns mal hier die Top-Transfers an, würde ich sagen. Mal schauen, ob hier noch irgendwas... Die ersten vier Transfers sind einfach alle von uns, Mann. Und dann Özil zu Bayern für 67 Millionen. Ach du Scheiße, Mann. Und hier ist der nächste von uns. Läuft. Thiago geht zu Barcelona für 60. Brandt zu Tottenham für 50. Kedira auch zu Tottenham. Benatia zu Everton. Auch wieder unser Transfer. Oh. Cuadrado zu Real. Kramaric zu PSG. Hier wieder, ne? Unser Transfer. Oh. Tar zu Lazio. Ja, wieder unser Transfer. Tejas zu Bayern. Milik Sevilla. Sonst... jetzt nicht so mega kranke Transfers. Oh, ja, Balotelli zu Real, das haben wir mitbekommen gehabt. Ganz komischer Transfer, wer auch immer auf die Idee kam, ich weiß es nicht. Aber okay, ja, sonst... Oh, Renato Augusto wurde geholt aus China zu Wolfsburg. Läuft auf jeden Fall. Der war mal bei Leverkusen, Renato Augusto. Jetzt also zurück in der Bundesliga. Und Felipe Luis zu Inter Mailand. Oh, Atletico hat sich Alexander Arnold geholt. Der Typ ist stark, 88er Potenzial, Rechtsverteidiger. Kann man mal machen, Leute. Das war's erstmal von der heutigen Folge. In der nächsten Folge werden wir nochmal schauen, was hier noch so am Deadline-Day geht, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und checkt wie immer jetzt noch gerne meinen Shop aus. Für die Camo-Sachen wie immer in Rot, in Blau, in Grün und in Grau, Leute. Als T-Shirt und als Pullover, wie immer in allen vier Farben erhältlich und noch vieles mehr. Link ist oben in der Beschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt's wie immer zu jeder Bestellung dazu. Und ab 35 Euro Bestellwert die blaue Camouflage. Nice Tasse, gratis zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken, Link ist oben in der Beschreibung. Macht's gut, haut rein und ciao.